gerne mitgemacht, weil für mich Qualitätsjournalismus ein ganz entscheidender Punkt auch ist, unsere eigene Arbeit zu vermitteln und natürlich umgekehrt auch Informationen zu bekommen über die Bereiche, über die ich mich eben über Zeitungen informieren muss und nicht aus direkten Quellen informieren kann. Naja, in der FAZ gefällt mir die Meinungsvielfalt zwischen den einzelnen Büchern, also zwischen dem Politikteil, dem Feuilleton und dem Wirtschaftsteil. Da findet sich eine gewisse Pluralität auch an Meinungen wieder. Und im Zusammenhang auch mit den anderen Zeitungen, die ich täglich lese, führt das bei mir zu einem relativ abgerundeten Bild des Meinungsspektrums. Ich fange natürlich mit dem Wirtschaftsteil an, weil mich das am meisten interessiert und natürlich auch am direktesten betrifft, und arbeite mich dann im Laufe des Tages zu den anderen Teilen vor, und abends ist sozusagen die Kür dran, dann ist dann manchmal auch der Feuilleton und andere Teile bei mir im Fokus. Nicht wirklich. Bin nicht wirklich der Glücksspieler.